Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Christoph. Ah. Wir haben gerade mit der netten Mrs. Greenleaf gesprochen. Richtig ihr Mann, coole Frisur. Ja. Ihr Mann ist leider nicht verfügbar. Der hockt bestimmt im Keller gefesselt. Die Tür ist verschlossen. Was für eine Überraschung. Was? Okay. Steht da. Okay, und nun? Ach, mit ihm können wir schon gar nicht mehr reden. Was gibt's denn eigentlich draußen? Auf jeden Fall gibt's schon mal keine Musik mehr. Ja, das hat mich auch irgendwie. Ach, hier kann man jetzt also auch mal nach rechts gehen. Guck mal an. Du wagst es, mich anzulügen? Ich schwöre es euch, Herrin Atia, ich lüge nicht. Die Kisten waren zu keinem Zeitpunkt geöffnet. Also gut, ich glaube dir, du Schwachkopf. Was? Nun sag mir, was ist mit dem zweiten Paket? Hat dich jemand dabei beobachtet, wie du es hierher gebracht hast? Nein, Herrin. Das Paket liegt sicher und verschlossen im Heizungskeller, genau wie ihr es wolltet. Gut. So ein Vorfall wie mit den Tafeln darf nicht noch einmal passieren. Hast du meine Anweisungen zum Schloss befolgt? Jedes Wort, verehrte Herrin Atia. Ich würde niemals gegen euren Willen handeln. Atia ist erfreut. In der dritten Person, oder? Bevor dich noch jemand sieht. Es war mir eine Ehre, euch dienen zu dürfen, Herrin. Schöne Grüße an ihre Verrückt. Geister, ägyptische Tafeln und jetzt das. Ich muss diesen Heizungskeller finden, bevor ich meine Untersuchungen abschließe. Und ich muss unbedingt noch mehr über Atia Greenleaf herausfinden. Bestimmt. Okay, jetzt sind wir also in einer. Dann lesen wir einmal alle Bücher mal kurz durch. Medizinbücher, medizinische Abteilung. Es kann nicht schaden, ein bisschen Medizinwissen zu haben. Man weiß ja nie, wann man es mal braucht, oder? Das ist das Dummste. Okay. Gehen wir mal zum Sessel. Oh. Ah, oh. Okay. Passt das nicht so richtig, ne? Schon mal eher. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier bauen muss. So, vielleicht. So. Das ist irgendwie schief. Ich weiß nicht, was das ergeben soll, aber. Mhm. Das sieht manchmal gut aus, aber ich manchmal weiß auch nicht. Sieht das gut aus, aber. Nee, so sieht das nicht gut aus, ne? Da. Dann muss es vielleicht doch so sein. Na gut, schauen wir mal. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Oh, ja, war wohl dann irgendwie also richtig. Ich sag gar liebe Rätsel, ich will ja nicht angeben, aber in diesen Dingen bin ich super. Und was haben wir hier? Das ist einfach rein, das Sofa, das macht. Ja. Na gut. Ja, so. Und was haben wir jetzt hier? Musik. Komfortabler Sessel. Ein komischer alter Sessel mit einem integrierten Rätsel. Ich habe ein Auge für die Statue darin gefunden. Ach so. Ah, ein runder blauer Kristall. Das haben wir gefunden. Das ist das Auge. Das Auge. Oh. Guck mal, hier sind Astrologiebücher. So viele Bücher. Wissenschaft. Oh, mein Vater Medizin, wäre Medizin, Astrologie, die sind alle Wissenschaft. Ja, Wissenschaft. Mein Vater wäre sicherlich beeindruckt von dieser Sammlung gewesen. Die Wissenschaft war seine Leidenschaft, insbesondere. Mein Vater wäre sehr stolz auf diese Sammlung gewesen. Gewesen. Ein Buch. Nein, wer hätte das gedacht? Ein Astrologiebuch. Irgendwas über Methoden und Forschung im alten Ägypten. Anscheinend hat jemand in diesem Buch gelesen, bevor ich hierher kam. Skandalös.
Ach, und jetzt können wir da hingehen, also. Sogar. Pergament. Noch ein Pergament. Und noch ein Pergament. Bestimmt Puzzle, wa? Guck mal. So viele Pergamente. Da noch eins. Und was ist das? Ah, noch eins. So. Ach nö. Wie stellst du dir das vor? Also, bitte, kannst du mir das Pergament in den Schrank einräumen? Wo? Unter A oder unter B? Ist egal, einfach wie du meinst. Okay. Zur Wissenschaft. Was denn für eine Wissenschaft? Egal, Wissenschaft, alle. So, und wie ist das jetzt hier mit dem hier? Keine Ahnung. Also das gehört da wohl schon mal hin. Was ich da sehe. Okay, das gehört zusammen, aber muss man innerhalb des Rahmens machen. Gut. Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. So, das kommt hier hin. Und das kommt dorthin. Und das wird jetzt fröhlich gedreht und kommt hier hin. Und das da ist bestimmt die linke untere Ecke. Yay. Yeah. Yay. Und das muss dort oben hin. Und du gehörst hier hin. Und du gehörst so. Oh. Bingo. Also ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, worum es sich hierbei handelt. Boah, vielleicht später. Aber solche Bällchen haben wir ja. Ja, Kunst, wie schon gesagt, ich bin kein großer Kunstfan, auch wenn ich mir gerne schöne Bilder ansehe. Geschichte. Nicht besonders interessant. Aha. Naja. Gut. Was gibt es hier? Hier war ja der Festsaal. Aber hier gibt es nichts. Aber dann können wir ja vielleicht das im Schnelldurchgang. Auge. Genau, das zweite Auge. Ach nee, das war falsch. Nee, du warst heute noch nicht oben. Also ah, doch. Aber hinten aber waren wir noch nicht. Ah, wie schön. Ah, wie schön. Durch den Flur und dann zur Statue. Zu Venus. Ja. Und dann. Klick, klick, klick. Wow. Wow. Ein Geheimgang. Hier haben wir ein Problem. Es ist hier einfach viel zu dunkel und eine Kerze reicht nicht aus, um alles zu erhellen. Ich brauche etwas Größeres. Eine Wurst. Aha. Na, das haben wir hier alles nicht. Haben wir hier irgendwas bestimmt? Das letzte Mal haben wir hier Kerzen gefunden. Kerzen. Nein. Nein. Gut, dann halt nicht. Gibt es hier irgendwas? Butler? Nein. Nein. Hinweis? Nein. Haben wir vielleicht in der Bibliothek was übersehen? Ach, vielleicht hier? Hinweis? Nein. Vielleicht. Ah, eine Taschenlampe. Ah. Die haben wir übersehen. Ganz plötzlich. Ganz plötzlich ist sie doch dort. Ja, sonst haben wir alles. Das war die Leidenschaft für die Geige, Entschuldigung. Ah, die Leidenschaft. Ich wollte euch nicht erschrecken. Okay, hinter die Statue gehen. Mit der Taschenlampe. Oh, Ritterrüstung. Eine alte, verrostete Ritterrüstung mit Helm. Ist die nicht ein bisschen zu wertvoll, um sie hier verrotten zu lassen? Vielleicht. Können wir die putzen? Tatsächlich, wir haben sie geputzt. Gute Arbeit, Detective. Auf dem rostigen Schild steht etwas geschrieben. Das sollte ich mir genauer ansehen. Aha, viele Jahre war ich auf der Suche. Viele Jahre habe ich gebetet, bis ich diese junge Maid traf und die Liebe mich erfasste bis ins Mark.
In der Blüte unserer Jugend standen wir vor dem Altar, bis dass der Tod uns scheidet für ewig und immer da. Die Jahre flossen dahin und immer und noch verzehre ich mich nach dir, Geliebte, dass ich selbst im Tod nicht von dir lassen kann. Das ist ja hochromantisch. Ja, very important. Ja. Nein, damit können wir den ganzen Fall lösen. Ja, natürlich. Ganz klar. Dann gehen wir mal lieber wieder. Also da war so ein Morgenstern, ne? Und hoch, Brett. Ja, nehmen wir mit. Und da können wir bestimmt... Ah, ein Streitkolben, ja. Ups, hier sollte ich vorsichtig sein. Na, nehmen wir doch das Brett. Geh mal rüber. Huch, noch ein Gang. Ah, Eisenkeil. Nee. Absolut unmöglich. Absolut. Okay. Ah. Oh. Ein Rätsel. Okay. Ah. Achso, man kann das also hier so fußgängermäßig. Aber das hätte man mit zwei verschiedenen Farben machen können und nicht irgendwie grau aus. Auf grau. Grau auf grau. Ein frisches Steingrau auf Grau. Ja, komm. Schaffst du. Bing! Das war ein bisschen lahm, ne? So. Was ist das denn für ein Mechanismus? Okay. Brett. So, jetzt aber der Streitkolben. Komm. Pock. Bam. Und nochmal. Pock. Und ein drittes Mal. Pock. Bam. So, weiter geht's. Ah. Das ist bestimmt von dem Gesicht. Ah, von der Geschichte, okay. Oh Gott, jetzt, war denn das? Irgendwas mit Holden Mike. Und... keine Ahnung, am Ende irgendwie das Grab. Und dann haben die irgendwann geheiratet, glaube ich. Oh, ja, okay. Da, ja. Emi, da hast du deinen richtigen Beruf hier, ne? Ich wäre immer noch da. Ich wäre immer noch in der Bibliothek. So, zum Heizungskeller. Da sind wir dann auch schon. Das ist der Folterkeller, eiskalt, ganz klar. Genau, hier haben wir schon den Schweißbrenner. What? Wow. Wow. Okay. Schwupp. Schwupp. Ab in die Hosentasche. Den fasse ich besser nicht an. Er scheint schon ziemlich unter Druck zu stehen. Eine falsche Bewegung. Und wir können uns in die Schlange an der... Was? Himmelspforte, allen Reihen. Ach, weißt du noch, bei Shining, da gab es auch so einen Heizkessel, der auch immer unter Spannung war. Very important. Also, man muss drei verschiedene Sachen machen, wenn man schon über Shining sich informieren möchte. Und zwar, man soll das Buch von Stephen King lesen. Ja, das wäre schon... Da kommt es in diesem Kessel halt eben vor, aber ja. Im Film von Stanley Kubrick kommt es eben nicht gar nicht vor. Aber es gibt noch eine Miniserie, da kommt das wieder vor. Stephen King, wenn es jetzt nicht so ist, dann kannst du hier unten in den Kommentaren schreiben, Stephen, wie es wirklich war. Aber ich habe gelesen, Stephen King war so unzufrieden mit dem Film von Stanley Kubrick, dass er gedacht hat, ich mach das neu und zwar eine Serie. Genau. Und dann macht er eine ganze Serie über sein Buch, so wie Stanley Kubrick hätte das verfilmen sollen, laut Stephen King. Genau. So, weiter geht's jetzt hier, ne? Hier ist nämlich interessant, sieht fast wie ein Sarg aus, allerdings in Ketten gelegt. Ob da wohl ein böses Monster drin ist? Fragezeichen. Oh Mann. Dann nehmen wir doch mal den Schweißbrenner und befreien das böse Monster. Bzz. Aber das Holz, das bleibt natürlich unversehrt. Ja, das Holz ist Feuer. Hölzerne Kiste... Haben wir vielleicht wieder irgendwas übersehen? Durchaus möglich. Oder? Ach nein. Doch, hier. Ah, da hängt es ab. Ein Brecheisen. Ja, das kann man immer gebrauchen. Guck mal, wie praktisch. So, dann auf mit der Kiste. Oh. Ha. Ups. Ein merkwürdiger Mechanismus. Vielleicht kann man damit den Sarkophag aufbekommen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Die Bällchen und die Karte. We have Bällchen. Ach Gott, Mondzeiger sind gelb, blau, rot, grün.
Guck okay, mal. Aber das sind 5, und wir haben nur 4. Nee, wir haben schon 5. Das ist schon richtig. Ich meine die Löcher auf der Platte da. Ach so. Oder ist es nicht dafür? Nee, ich glaube... Okay. So. Ah, ja. Okay. Mhm. Ah ja, hier kann man das nochmal aufrufen. Okay. Mhm. Das ist dieses Symbol hier. Okay. Alles klar. Okay. Ah, das sind Planeten. 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 Ja. Also das Gelbe bleibt da, wo es ist. Blau. Bisschen weiter bewegen. Was kommt dann? Man im Leben gesehen haben muss. Das ist bestimmt nicht legal. Und so weiter und so fort. Mumien sehen ist verboten. Okay. Ja, das ist eine Mumie. Das ist der wichtigste Moment meiner ganzen Karriere. Ah. Ja, gut. Prima. Ach so, ja, mach mal ein Foto. Ein Foto, genau. Ja, wichtigste Moment, da muss man mal ein Foto machen. Was ja. Für ein exklusives In der Foto. Regel könnten wir sogar dabei sterben. Also viele, viele Leute haben rein mythologisch gesehen. War das halt so, dass man dachte, die haben einen Fluch oder sowas? Ja. Weil als die Leute das aufgemacht haben, dann sind die ja gestorben, weil der Geist wieder raus war. Ja. Und es lag aber eher daran, man muss sich vorstellen, wenn 1000 Jahre lang Bakterien und Mikroben sich da zusammen gebildet haben, wenn du das eingeatmet hast, dann... Dann ist das nicht so gut. Dann ging es ja nicht so gut. Genau. Ja, ja, ja. Okay, jetzt heißt es warten. Hoffentlich meldet sich Xavi bald. Mhm. Ja. Vielleicht. Schauen wir mal. Ich glaube, der spielt Fußball beim Barcelona. Genau. So, der Butler, quatschen wir doch mal mit dem. So lange. Hallo. Entschuldigen Sie, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben da Sicher, so eine Detective. Mumie im Hals. Was möchten Sie? Haben Sie zufällig die Reisekostenabrechnung hier? Was? Ja. Okay. Haben Sie auch die Abrechnung von Mrs. Greenleaf und Aufzeichnungen darüber, wo sie gewesen ist und wann sie wieder hier angekommen ist? Ja, wir haben hier eine Rechnung vom Ressort und Ihr Flugticket nach Paris von gestern Morgen. Gestern Morgen? Das kann nicht stimmen. So steht es auf dem Ticket. Oh. Aber ich habe Sie auch erst heute Morgen hier ankommen sehen. Wo war sie denn die ganze Zeit? Ist es vorstellbar, dass sie schon gestern hier angekommen ist und Sie einfach nicht bemerkt haben? Hm. Unmöglich, Detective, unmöglich. Es sei denn... Ja, Sie scheinen sich nicht sicher zu sein. Besteht die Möglichkeit, dass sie gestern schon hier ankam? Ja, das gewesen sein. Es gibt einen Hintereingang in der Nähe des Heizungskellers. Aber das Schloss ist zerbrochen. Und zwar schon über 10 Jahre. Warum wurde es nie repariert? Mrs. Greenleaf hat darauf bestanden, dass dieser Eingang versperrt blieb. Haben Sie hier in letzter Zeit irgendetwas Ägyptisches entdeckt? Ägyptisch? Nein, nichts wirklich Neues. Mrs. Greenleaf ist eine Liebhaberin der ägyptischen Kunst und verfügt über eine Sammlung antiker Gegenstände aus dieser Gegend. Aber dabei handelt es sich nur um ein paar Halsketten oder Gemälde. Hat Mrs. Greenleaf erwähnt, wo sich ihr Ehemann zurzeit aufhält? Nein, ich habe ihn letzte Nacht noch einen Gin Tonic an der Bar trinken sehen, bevor ich mich auf mein Zimmer zurückgezogen habe. War jemand bei ihm? Ja, Inspektor Matisse war ebenfalls dort. Er hat etwas gelesen und dabei seinen Scotch getrunken. Okay, auf Wiedersehen. Sagen wir nicht mal. Jo, dann, wir da, gehen da, einfach. Hören wir aber mal auszureden. Ja. Das reicht mir alles hier. Jetzt hat er gepasst. Er hat aber schnell geantwortet. So, nun?
Ich grüße dich. Oh Mann. Das Foto ist der Hammer. Eine echte Mumie. Folgendermaßen. Boah. Dank des königlichen Siegels und dem Zustand der Bandagen der Mumie konnte ich ihre Herkunft ausfindig machen. Das Komische an der ganzen Sache ist, dass es sich nicht um einen neuen Fund handelt. Diese Mumie muss zwischen 1950 und 1960 entdeckt und ins Londoner Museum für Kunst und Handwerk wurde gebracht. So. Gott. Wahrscheinlich wunderst du dich jetzt, was eine Mumie an solch einem Ort soll. Ja, die Antwort auf diese Frage ist einfach. Die Mumie wurde nie identifiziert, deshalb wurde sie als Artefakt zweiter Klasse eingestuft. Das Besondere an der ganzen Sache ist, dass die Mumie vor 2 Jahren abhanden kam. Es gab jedoch keine Spuren von Einbrechern, nicht einmal ein aufgebrochenes Schloss. Jemand scheint sich richtig viel Mühe gegeben zu haben, keine Spuren zu hinterlassen. Hoffentlich hilft dir das weiter. Hab keine Angst. Wow. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich habe keine Angst. J-Lo. Ich kenne dich irgendwoher. Woher kenne ich dich? Du hast mich auf einem Bild gesehen. Ich war das Mädchen, das im Koma lag. Ah. Ach so. Was? Du bist also aus dem Koma aufgewacht? Nein. Nicht ganz. Hallo? Ich bin tot. Sieht man Was doch. Ist passiert? Ich wurde von ihrem Gesindel ermordet. Oh. Wovon redest du? Wer hat dich umgebracht? Sie war das. Atia. Aber das ist jetzt unwichtig. Wie meinst du das unwichtig? Ich sollte sie umgehend festnehmen. Das wirst du nicht tun, verstanden? Diese Sache ist wichtiger als dein Fall oder meine Ermordung. Ach, was? Du wurdest umgebracht. Es gibt ja wohl nichts Schlimmeres. Hör zu, ich habe nicht viel Zeit. Du musst meine Schwester auf dem Friedhof der Templer treffen. Ich sollte ihr Bericht erstatten, aber jetzt denkt sie, dass ich versagt habe. Versagt worin? Versagt worin? Versagt, Artia aufzuhalten, Detective. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Du kannst uns helfen. Ich sehe es ganz deutlich. Du hast die Fähigkeiten, um Artia zu stoppen. Ich verstehe nicht. Was für Fähigkeiten? Du meinst, ich kann sie festnehmen? Eine Frau wie sie kann man nicht festnehmen. Sie ist sehr mächtig und hat viele Verbündete. Selbst wenn du es schaffen würdest, wäre sie innerhalb von Sekunden wieder frei. Sekunden. Außerdem gibt es keinen Beweis dafür, dass ich umgebracht wurde. Ihre Untergebenen haben es wie einen Unfall aussehen lassen. Was soll ich jetzt tun? Dir blind vertrauen? Es bleibt dir nicht viel anderes. Fucking Geist, ich meine, mir. Wie oft du kannst momentan nichts gegen Artia ausrichten. Sprich erst mit meiner Schwester. Sie hält sich auf dem Friedhof auf. Geno hat doch keine Schwester. Okay, ich werde zum Friedhof gehen. Aber zuerst musst du mir ein paar Fragen beantworten. Also gut. Aber wir haben nicht viel Zeit. Ich brauche Wieso ziemlich viel Energie, Mark um diese Form zu behalten. Genau. Was deine bist du? Single? Wie kommt es, dass ich dich sehen kann? Ich wurde hier geboren und aufgezogen. Hier habe ich meine magischen Kräfte erlernt. Im Hotel? Als ich starb, wanderte meine Seele an diesen Ort zurück und vereinte sich mit ihm. Du bist also mit diesem Ort verbunden? Ja, und damit du mich sehen kannst, kann ich mich als Geist zu erkennen geben. Wer bist du wirklich? Mein Name ist Veronica. Meine Schwester Theresa und ich stammen von dem Römer Brutus ab. Natürlich. Wir sind Teil einer Vereinigung, die sich Apothekari nennt. Wir schützen die Welt vor bösen Apotheker? Einflüssen, die das Überleben der Menschheit gefährden. Hört sich nach einer ziemlich großen Sache an. Das ist es auch. Wir sind überall auf der Welt vertreten und uns gehören viele besondere Menschen an. Besondere Menschen wie du, Biggie. Wovon redest du? Ich bin nichts Besonderes. Deshalb musst du ja unbedingt mit meiner Schwester reden. Sie wird dir die Antworten auf all deine Fragen geben. Aber wenn ihr so ein großer Verein seid, warum hat dir dann niemand geholfen? Diese Sache mit Artia ist etwas Persönliches. Wir wollten uns alleine darum kümmern. Hört sich nach einer Fehlentscheidung an. Vielleicht, aber mein Tod war nicht umsonst. Schließlich habe ich dich getroffen. Hör auf, so etwas zu sagen. Ich bin nichts Besonderes. Meine Untersuchungen im Hotel sind abgeschlossen. Ich werde jetzt zu deiner Schwester gehen und wenn ich genug Beweise gesammelt habe, komme ich zurück und nehme Mrs. Greenleaf fest. So. Danke, dass du mir zugehört hast. Ja, kein Problem. Das war's? Möchtest du mir nicht etwas über die Mumie im Heizungskeller erzählen? Akash ist hier? Dann musst du dich beeilen. Aha. Wer ist Akash? Keine Zeit für Erklärungen. Wenn sein Körper hier ist, wird das Ritual bald beginnen. Was für ein Ritual? Atia ist die Hohepriesterin eines alten ägyptischen Kults. Genau ihr Ziel ist es, Akash, den Hohepriester und Anführer des Kults, wieder zum Leben zu erwecken.
Er ist ihr Gott und war damals angeblich ein sehr mächtiger Zauberer im alten Ägypten. Angeblich. Das ist alles ein bisschen viel. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wie ich schon sagte, du musst mir einfach vertrauen. Die Umstände zwingen uns zu diesen Maßnahmen. Du hattest von Anfang an geplant, mich zu kontaktieren? Wir haben deine Akte gesehen, Detective. Wir beobachten dich schon eine ganze Weile. Moment. Willst du damit andeuten, dass mein Boss über die ganze Sache Bescheid wusste? Ja, wir arbeiten mit allen Polizeiagenturen weltweit eng zusammen. Sam McCloud ist außerdem auch ein Freund meiner Familie. Ja, natürlich. Er kannte meinen Vater. Ich verstehe. Warum hat er mir nichts davon gesagt? Dazu war keine Zeit. Und du hättest uns wahrscheinlich sowieso nicht geglaubt. Ja. Es war besser, dir nichts zu sagen. Okay. Besser? Wie kann das besser sein? Du bist tot. Niemand stirbt wirklich. Wir ändern einfach nur unseren Zustand. Nun ja, da du vor mir stehst, lässt sich das schwer bestreiten. Also, die Situation ist folgende. Ich muss Atia und ihren Kult aufhalten und um das zu schaffen, muss ich deine Schwester aufsuchen. Ja, Theresa hält sich momentan auf dem Friedhof der Templer auf. Bis bald. Okay. Bis bald und danke. Cielo, no. Cielo, bleib da noch ein bisschen. Oh no. Okay, und nun? Du kannst nicht klicken. Okay. Okay, aber bevor wir zum Friedhof gehen, dann speichern wir. Genau, und sehen uns in der nächsten Folge.